Die Raketen sind auch nicht wirklich gerade groß. Jetzt möchte ich dann doch einfach mal aus reiner Neugier. Guten Abend. So viel zu hoher Radioaktivität. Haben sich nicht die Mühe gemacht, das zu... Naja, gut. So gemeint wollen wir mal nicht sein. Na nü? Achso, haben sich jetzt in der Ecke festgebackt. Schiessen sagt, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, um die letzten Schritte vor dem Start der langen Reise zu erledigen. Was machen Sie hier? Ich bin der Techniker der Herde. Maschinen waren schon immer meine Stärke. Jason sagt, die lange Reise wäre ohne mich nicht möglich. Natürlich bringen meine Fähigkeiten nichts, wenn mir das Material fehlt. Und da kommen Sie ins Spiel. Warum lässt man sie nicht unten an der Startrampe arbeiten? Als ich der Herde beigetreten bin, machte Jason klar, dass ich die Reparaturarbeiten leiten sollte. Nicht selbst durchführen. Es sei eine Vergeudung meiner Gabe, wenn ich nur an einem System gleichzeitig arbeiten würde. Von hier oben konnte ich das gesamte Projekt überwachen. Gut, die Raketen sind also für die lange Reise gedacht. Offensichtlich. Ich habe Monate gebraucht, aber mittlerweile sind sie fast wieder in Schuss. Bald bringen sie uns in die weite Ferne. Natürlich war ich anfangs skeptisch, als Mann der Wissenschaft. Aber Jason ist sich sicher und ich glaube an Jason. Die Strahlung da unten würde sie töten, Chris, weil sie nämlich ein Mensch sind. Ich dachte, das hätten wir schon hinter uns, Glatthaut. Aber Sie können der Gelegenheit nicht widerstehen, mich zu nerven. Typisch Mensch. Ich war einst ein Mensch, wissen Sie. Bin in Vault 34, nordwestlich von hier aufgewachsen. Tolle Kindheit, wenn man Sturmgewehre und Schießübungen mag. Was? Sie mögen lieber Maschinen, die nicht auf Leute schießen? Dann nicht so toll. Wer soll den Reaktor der Vault warten? Hauser? Mitchell? Nein. Warum nicht Haversam? Der mag doch Maschinen. Haversam ist es egal, ob er verstrahlt wird. Haversam ist es egal, ob er mutiert. Der ist sowieso schon so hässlich. Haversam ist es egal, wenn seine Haare in ein paar Jahren ausfallen. Ja, gibt es keinen Zusammenhang. Hey, Sam, du bist neurotisch. Sie haben Ihre Vault verlassen, weil Sie eine Glatze bekamen? Glatze? Das nennen Sie eine Glatze, Glatthaut? Ich bin ein Monster. Ein Monster. Schwarze Witwe, aber Schätzchen, Sie sind doch kein Monster. Sie sind niedlich. Ich könnte Sie glatt auffressen. Aber warum nicht? Hören Sie auf, sich über mich lustig zu machen. Aber Sie sagen die Wahrheit, oder? Oh nein. Wie konnten Sie mir das nur antun? 2 Jahre lang? Mein Gott, ich war nur ein Witz für Sie. Wissen Sie eigentlich, wie leicht es für mich wäre, diese Raketen zu sabotieren? Das wäre mal ein Witz, was? Ein teuflischer Witz. Das wäre Mord, Chris. Sie sind aber kein Mörder. Was? Sie denken, ich bin zu blöd für sowas? Ich weiß genug, um Ihre Raketen zum Laufen zu bringen, nicht? Also kann ich sie auch sabotieren. Das ist keine Frage der Intelligenz. Sie würden sich selbst nie vergeben. Als ob ich mir vergeben könnte, dass ich so fallen gelassen wurde. Sie haben mich benutzt und jetzt werfen Sie mich weg.
Wenn Sie könnten, würden Sie sie mitnehmen, Chris, aber das würde Ihren Tod bedeuten. Und sterben wäre schlimmer als das hier. Benutzt und weggeworfen zu werden wie Müll. Sie werden sie als Heiligen verehren. Oh, ich habe also die Menschheit erlöst. Bullshit. Die Menschheit kann mich nicht ausstehen. Das ist nicht wahr, Chris. Sie sind schon in Ordnung. Sie wollen also, dass ich Sie auf Ihren Abenteuern durch das Ödland begleite, ja? Es gibt die Straße runter eine kleine Stadt, die sich Novak nennt. Wieder unter Menschenleben schlagen Sie das vor? Das ist wohl die einzige Chance, die ich habe. Unglaublich, dass ich das mache. Aber ich versuche es mal. Ich schicke Jason und seine Herde los und gehe dann nach Novak. Bevor ich ihn jetzt weiterfrage, wie ich helfen kann, ist eigentlich recht interessant. Er hat sich ja wirklich für einen Ghoul gehalten. Und das aufgrund eines, ich würde jetzt einfach mal sagen, Kindheitstraumas, dass er halt nicht so war wie die anderen. Er hat ja von denen, wenn ich mich recht erinnere, im Nordwesten. Nordwesten? War das nicht im Nordwesten? Vault 34. Nee, war das da? Doch, das war da, oder? Nee, das war hier oben. Oder bin ich jetzt komplett blöd? Waren Vault 34 die Boomer? Die ja aus einer Vault kamen mit die mit Waffen vollgestopft waren. Daher sagt er ja auch, dass ja, dass die Kindheit toll war, wenn man auf Schießen steht und Sachen explodieren lassen und so. Und er war halt lieber so an Maschinen interessiert. Das heißt, er war anders als andere, wahrscheinlich schon sein ganzes Leben lang, wurde vielleicht deshalb ausgegrenzt. Und das könnte dann ein, ich sag mal, eine Persönlichkeitsstörung hervorgerufen haben, bei der er versucht hat, sich zu flüchten in eine andere Persönlichkeit, hier eben als Ghoul, die er dadurch aufgebaut hat, dass ihm halt langsam die Haare ausfielen. Was ja... Ja gut, es ist eigentlich... Guten Abend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber dass einem Haare fallen einem doch nicht bei Strahlung aus. Das ist doch nur, weil man für die Chemotherapie sich rasieren muss, oder? Oder macht man das einfach nur vorher? Dass daher der Eindruck stammt? Ich weiß es wie gesagt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass daher dann halt dieses Drama kommt. Und dass er das halt so versucht hat zu verarbeiten. Nicht wissentlich ist es einfach passiert. Kann es losgehen? Diese Raketen werden sich nicht selbst zünden. Wie kann ich helfen? Ich war mit der Arbeit an den Raketen fast fertig, als wir dazu gezwungen wurden, uns im obersten Stockwerk zu verstecken. Es fehlen noch zwei Komponenten. Zündmittel Isotop 239 und ein Satz Schubkontrollmodule. Das Zündmittel ist hochgradig radioaktiv und zersetzt sich schnell. Daher können wir die lecken Fässer auf der Starttrampe nicht verwenden. Das Zeug ist nicht mehr stark genug. Sie müssen einen intakten, abgeschirmten Behälter des Zündmittels finden. Die Schubkontrollmodule wurden speziell für diese Raketen entwickelt. Ohne sie starten die Raketen nicht. Ich suche die Schubkontrollmodule. In Ordnung. Nach was? Können Sie mir einen Tipp für die derzeitige Aufgabe geben? Repcon wurde so oft von Sammlern geplündert, dass man nicht sagen kann, wo die Komponenten auftauchen könnten. Wenn sie überhaupt auftauchen. Jason hat Industrieruinen im Osten erwähnt, die angeblich hochgradig radioaktiv sind.
Schrottsammler würden den Wert der Module nie erahnen. Wenn Sie Schrotthändler in der Gegend kennen, sollten Sie bei denen anfangen. Okay. Bis später. Gut, das war auch meine Idee. Zumindest meine zweite Idee. Darf ich jetzt hier rüber raus? Das müsste uns dann ja genau hier hingebracht haben. Meine erste Idee war Cliff Briscoe. Aber die alte Lady Gibson, das macht mehr Sinn. Einen Schrottsammler zu fragen, der auf einem Schrottplatz wohnt. Ne? Schrottsammlerin. Rainer? Ah, schöner Name, Rainer. Ray. Und? Ach, der andere war draußen, ne? Sorry, dass ich Sie wecken muss. Sie sind also wieder zurück. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Haben Sie Behälter mit radioaktivem Material aus der Repcon-Anlage geborgen? Klar doch. Ich und mein Männer hatten ein altes Dosimeter, mit dem wir unterscheiden konnten, was problemlos zu bergen ist und was uns umbringen würde. Ich hatte hier jahrelang einen leuchtenden Repcon-Behälter rumstehen. Einfach nur als Nachtlicht. Das verdammte Ding verkaufte sich einfach nicht. Dann kam dieser höchst sonderbare Mann daher. Mit seinem gelben Strahlenschutzanzug, auf den er so stolz war. Kaum zu glauben. Aber er fragte direkt, ob ich etwas Radioaktives zu verkaufen hätte. Und er zahlte gut für diesen Schleimtopf. Ich sah ihn nur ein einziges Mal. Er erzählte noch etwas davon, seinen Anzug beim Clarkfield auszuprobieren. Ein wirklich seltsamer Kerl. Okay. Haben Sie Schubkontrollmodule von Repcom auf Lager? Zufällig habe ich einige Schubkontrollmodule, aber sie sind teuer. 500 Kronkorken, um genau zu sein. Uff. Aber Sie senken den Preis auf 250, weil ich so charmant bin, oder? Sie können wirklich gut mit Worten umgehen. Was soll's? Also, 250 Kronkorken. Soll ich vorher noch woanders gucken? Pass auf, ich hatte das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Sie auch das radioaktive Material hier... Keine Sorge, ich werde die Teile für Sie zurücklegen. Dass Sie das radioaktive Material hier anbietet. Deshalb werde ich jetzt nochmal... Clarkfields. Im Osten. Hat sie doch gesagt, Clarkfields, ne? Da unten. Hey, wie geht's? Nee. Hallo, brauchen Sie was? Kann ich auch nicht fragen. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Würde mal sagen. Oh. Ist er doch noch wach? Vielleicht wissen Sie es ja schon, aber seit Jeannie May von uns gegangen ist, habe ich ein Auge auf Ihr Haus. Also das ich glaube, denn? Es ist an der Zeit, dass wir uns mal bei Ihnen bedanken. Hier, nehmen Sie den Schlüssel und machen Sie es sich in unserem Motel gemütlich. Mit dem Schlüssel kommen Sie in das Zimmer im ersten Stock, das der Lobby am nächsten ist. Hoffe, es wird Ihnen gefallen. Aber da bin ich doch schon drin. Jeannie May schickt mich. Jo, als ob... Wissenschaft 40. Enthalten Ihre Raketen sowie das radioaktive Substanzen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Würde Sie das denn von einem Kauf abhalten? Na gut.
Gehen wir erstmal zu den Clarkfields. Die sind... Nein, da unten. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Geradeaus und dann rechts abbiegen. Noch ein Toter, oder? Oder sehe ich das falsch? Ein toter Legionär? Noch einer. Liegen die hier geskriptet oder ist hier was vorgefallen? Jetzt bin ich aber richtig, ne? Ja. Ach, Geckos. Und eine Menge davon, wenn ich mir den Kompass so anschaue. Wollte ich ja nicht mehr holen, einfach weil ich sonst wieder überladen bin und wir eh schon genug Geld kriegen. Sammler, Isotop 239 Zündstoff. Mr. Red Dickels Journal. Journal? Journal? Oh, okay. Das ist ein Generatorraum zum... Der gewünschte Umbau des alten Generatorraums zum Lagerraum ist abgeschlossen. War das nicht das, wo auch das Gefängnis war? Aber da haben wir kein Safe gefunden. Das heißt, eventuell müssten wir da nochmal zurück. Doch nochmal zurück. So, du darfst dich dann jetzt bitte auch updaten. Danke. Tag 1. Der Anzug ist genial. Kann jetzt überall sammeln gehen, auch wenn es vor Red dort wimmelt. Hiermit taufe ich mich auf den Namen Mr. Red Dicke. Kapiert? Ha. Tag 4. Anzug hat ersten Test mit Bravour bestanden. Nächtlicher Besuch. Yucca Mountain. Bin nicht zu tief rein, weil sich weiter hinten im Tunnel etwas Großes bewegte. Red Level hoch. Selbst da, wo ich war und ich habe... Selbst da, wo ich war, und ich habe nichts davon gemerkt. Fein gemacht, Strahlenanzug. Tag 5, ganzen Morgen gekotzt. Nichts davon ging auf den Anzug, sonst wäre ich echt sauer. Hab wohl was Falsches gegessen. Tag 9, wie aufregend. Alte Frau mit Altmetalllager entdeckt. Für lumpige 50 Kronkorken leuchtenden Behälter erstanden. Bin jetzt unterwegs nach Clarkfield, um Anzug bei höheren Red Leveln zu testen. Wenn er standhält, öffne ich diesen Bottich mit der Pampe drin und schütt mir dieses Zeug über den Kopf. Ich wette, ich könnte sogar drin schwimmen, wenn ich genug davon hätte. Oh ja. Ja, er hatte schon vorher eine Strahlenvergiftung. Man merkt es oft vorher einfach nicht.